11 Uhr morgens im Clubhotel Rio Gran Canaria. Die Animateurin Yurisley Leal González bringt bereits seit einer Stunde die Urlauber auf Tour. Nach einem Stretching-Kurs stehen jetzt 30 Minuten Aquafitness auf dem Programm. Die gebürtige Kubanerin lebt seit rund 8 Jahren auf Gran Canaria. 5 Tage in der Woche arbeitet die Animateurin in dem 4-Sterne-Hotel. Bei meiner Arbeit geht es vor allem darum, die eigene Energie an die Gäste weiterzugeben. Ich habe immer direkten Kontakt mit dem Publikum. Außerdem versuche ich, so etwas wie Lebensfreude zu vermitteln. Das ist eigentlich das Wichtigste. Positive Energie und gute Stimmung. Das kann nicht jeder. So etwas muss man einfach in sich haben, um diese Arbeit machen zu können. Ins Clubhotel in Maspalomas kommen vor allem Familien. Die Animateure, die hier arbeiten, gelten als Aushängeschild des Hotels. Viele Gäste buchen ihren Urlaub auch deswegen hier, weil ihnen ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm geboten wird. Maspalomas ist einer der beliebtesten Urlaubsorte der Insel. Der Tourismus ist der wichtigste Wirtschaftsfaktor auf Gran Canaria. Yurisley Leal González arbeitet seit 4 Jahren hier. Eine ihrer wichtigsten Aufgaben als Animateurin, den Kontakt mit den Gästen zu pflegen. Dieses Hotel ist wirklich perfekt. Wir kommen seit 13 Jahren hierher. Jedes Jahr sind wir hier und fühlen uns sehr wohl. Um 12.30 Uhr steht die Probe für die Abendshow an. Neben guten Fremdsprachenkenntnissen und körperlicher Fitness sind für dieses Programm vor allem tänzerisches und schauspielerisches Talent gefragt. Für die ausgebildete Tänzerin ein Kinderspiel. Trotzdem war die Arbeit für Yuri, wie sie von allen genannt wird, nicht immer einfach. Wenn man gerade als Animateurin anfängt, ist der Job schon ziemlich stressig. Man denkt, oh Gott, jetzt kommt das dran und danach muss ich zum nächsten Kurs rennen. Doch wenn man ein bisschen reinkommt und mit viel Spaß dabei ist, dann ist das irgendwann kein Problem mehr. Dann hat man den richtigen Rhythmus, man bereitet die Aktivitäten vor, führt sie durch, geht Mittagessen, geht kurz nach Hause, macht abends die Show. Und am nächsten Tag geht alles wieder von vorne los. Nach den Proben bespricht das Team die nächsten Programmpunkte. Insgesamt 17 Animateure arbeiten hier. Heute ist auch der Animationsdirektor der Hotelkette mit dabei. Der Österreicher Gerhard Kratzwald ist für die Einstellung und Ausbildung der Animateure verantwortlich. Die dürfen keine Scheu haben, auf Menschen zuzugehen. Die müssen freundlich sein. Die müssen auch Begabungen mitbringen, was jetzt unsere Abendprogramme betrifft. Die dürfen keine Scheu haben, auf die Bühne zu gehen. Die dürfen keine Scheu haben, ein Mikrofon in die Hand zu nehmen. Und müssen offen sein. Um 15 Uhr gibt das gesamte Team am Hotelpool ein Ständchen für die Gäste und kündigt an, welche Aktivitäten für den Nachmittag geplant sind. Animateurin Yuri muss gleich ihren nächsten Kurs geben. Vorher schaut sie kurz bei ihren Kollegen vorbei. Während die Spanierin Maria mit den Gästen Krafttraining macht, betreut die Deutsche Nina die Gäste, die sich im hauseigenen Atelier kreativ austoben wollen. Ein paar Meter weiter kümmert sich eine holländische Kollegin um die ganz kleinen Gäste. Um 15.30 Uhr ist Yuri wieder dran mit Salsa. Wie alle Animateure wohnt die 31-Jährige außerhalb des Geländes. Da sie außerdem Mutter ist, hat sie privat wenig Zeit für sich. Wenn ich Urlaub mache, fahre ich an einen Ort, an dem möglichst niemand ist. So habe ich Zeit und viel Raum für mich. Irgendwo, wo ich Ruhe habe und entspannen kann, ganz ohne Stress. Natürlich liebe ich das Feiern und den Trubel, aber wenn ich Ferien mache, suche ich genau das Gegenteil. Nachdem sie zu Hause gegessen hat, gehen gegen 20.30 Uhr die Vorbereitungen für die Abendshow im Hotel los. Después de un día,
Nach so einem typischen Arbeitstag, wo ich Kurse gegeben habe, mich um die Gäste gekümmert habe und einfach viel zu tun hatte, bin ich schon müde. Aber gleichzeitig habe ich auch noch Energie und freue mich jeden Abend wieder auf den Auftritt. Ich liebe meinen Job und deswegen ist er für mich auch keine große Anstrengung. Und morgen um 10 Uhr geht alles von vorne los. Dann tritt Animateurin Juri wieder an, um ihre Energie an die Gäste weiterzugeben.